Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 8. Was bisher geschah. Kalasiris und Chariklia machen sich auf den Weg zu Thyamis. Er soll den geliebten Charikliers, Theagenes, in seiner Gewalt haben. Thyamis ist der älteste Sohn des Kalasiris. Dieser ägyptische Weise war Orakelpriester in Memphis. Sein jüngerer Sohn Petosiris ist ihm in diesem Amt gefolgt, einem Amt, das eigentlich Thyamis zustehen würde, als dem älteren Sohn des Kalasiris. Sie verlassen Klemon und Nausiklis am Nil in der Stadt Chemmis und machen sich nun auf den Weg nach Bessa, einem kleinen Dorf, wo sie Thyamis und Theagenes vermuten. Chariklia und Kalasiris, das war ihre erste Sorge, verkleideten sich nun als Bettler. Sie zogen die mitgenommenen kümmerlichen Lumpen an. Chariklia rieb das schöne Gesicht mit Ruß ein und beschmierte es noch mit Lehm, bis es ganz entstellt war. Dann schob sie das Ende eines schmutzigen Kopftuches schräg und unordentlich von der Stirn herunter über das eine Auge. Unter dem Arm hatte sie einen Beutel, der dem Anschein nach Brotrinden und Wegzehrung enthielt, in Wirklichkeit aber nötig war für das Priestergewand aus Delphi und die Stirnbinde, sowie den Schmuck und die Erkennungszeichen, die ihre Mutter mit ihr ausgesetzt hatte. Kalasiris steckte Chariklias Köcher in eine abgetragene Lederhülle und ließ sie wie ein weiteres Bündel schräg über die Schulter hängen. Vom Bogen löste er die Sehne, so dass er gerade wurde, und nahm ihn als Stock in die Hand, auf den er sich mit dem ganzen Körpergewicht stützte. Sobald jemand in einiger Entfernung auftauchen sah, krümmte er den Rücken noch mehr als sein Alter gebot, zog das eine Bein nach und ließ sich manchmal von Chariklia noch an der Hand führen. Für die Durchführung ihrer Rollen waren sie so in jeder Hinsicht vorbereitet und neckten sich gegenseitig, indem sich der eine über des anderen Aufzug lustig machte. Nachdem sie noch ihren Schicksalsgott gebeten hatten, ihre Not bald ein Ende zu machen und es bei den ausgestandenen Leiden bewenden zu lassen, beeilten sie sich besser zu erreichen, wo sie Theagenes und Thyamis anzutreffen hofften. Aber sie erlebten eine Enttäuschung. Als sie kurz vor Sonnenaufgang in die Nähe von Bessa kamen, stießen sie auf eine Menge Gefallener. Sie konnten noch nicht lange da liegen, von denen die Mehrzahl, wie Kleidung und Bewaffnung erkennen ließ, Perser waren, der Rest Einheimische. Offensichtlich hatte ein Gefecht stattgefunden, nur wussten sie nicht, wer miteinander gekämpft hatte. Sie traten an die Gefallenen heran, um zu sehen, ob ein ihnen bekanntes Gesicht darunter sei. Wir armen Menschen denken ja immer gleich an das Schlimmste, wenn es sich um jemanden handelt, der uns lieb ist. Dabei stießen sie auf eine alte Frau, die den Leichnam eines der Einheimischen umschlungen hielt und fassungslos jammerte. In der Absicht, aus der Alten etwas herauszubringen, blieben sie bei ihr stehen und sprachen ihr erst einmal Trost zu, um ihren hemmungslosen Klagen Einhalt zu tun. Als sie das erreicht hatten, fragte Kalasiris die Frau auf Ägyptisch, wen sie bejammere und was für ein Kampf hier stattgefunden habe. Sie gab in kurzen Worten Bescheid. Der Tote, den sie betrauere, sei ihr Sohn. Sie sei auf das Leichenfeld gegangen in der Hoffnung, es möge einer kommen und ihrem Leben ein Ende machen. Inzwischen erweise sie dem Toten, so gut es gehe, mit Tränen und Klagen die letzte Ehre. Ein junger Ausländer von auffallender Schönheit und Erscheinung, so erzählte sie über das Gefecht, sollte zu Orondates, dem Statthalter des persischen Großkönigs, nach Memphis gebracht werden.
Der Platzkommandant Vitanis hatte ihn, glaube ich, gefangen genommen und, wie es heißt, als ganz besonderes Geschenk abgeschickt. Leute von uns dort drüben, sie zeigte dabei auf das nächste Dorf, haben das Geleit überfallen und den jungen Mann mitgenommen. Wie sie sagten, war es ein guter Bekannter von ihnen, mag das nun wahr oder auch ein Vorwand gewesen sein. Vermutlich wütend über diese Nachricht ließ Mitranis vor 2 Tagen seine Leute gegen das Dorf ausrücken. Die Dorfbewohner sind nun ein äußerst kriegerischer Menschenschlag, der vom Räuberhandwerk lebt, den Tod verachtet und schon von jeher viele Frauen, wie jetzt auch mich, um Männer und Söhne gebracht hat. Kaum hatten sie von dem geplanten Überfall Wind bekommen, als sie sich in einen Hinterhalt legten, den Gegnern auflauerten und über sie herfielen, wobei sich ein Teil von vorn, der andere überraschend von hinten aus dem Versteck mit Geschrei auf die überraschten Perser stürzte. Mitranis fiel kämpfend in der ersten Reihe. Mit ihm fanden fast alle anderen, umzingelt und ohne Möglichkeit zur Flucht, den Tod. Auch von den Unsrigen fielen einige, und zu diesen wenigen gehört es nach des Schicksals grausamen Willen auch mein Sohn. Ein Perserpfeil hat ihn, wie ihr seht, die Brust durchbohrt. Um ihn weine ich, Unglückliche, und vielleicht werde ich bald auch um den mir noch verbliebenen Sohn trauern, der gestern mit den anderen gegen die Stadt Memphis gezogen ist. Kalasiris erkundigte sich auch nach dem Anlass dieses Unternehmens. Die alte Frau erzählte, was sie darüber von ihrem überlebenden Sohn erfahren hatte. Da sie Soldaten des Königs und einen Kommandanten getötet hatten, sahen unsere Leute ganz klar, die Sache werde unter diesen schwerwiegenden Umständen nicht so harmlos ablaufen, sondern ihnen die schwersten Gefahren bringen. Orondates, der als Befehlshaber von Memphis über eine stattliche Truppenmacht verfügt, werde, sobald er Nachricht erhalten habe, unverzüglich aufbrechen, das Dorf umzingeln und durch die Niedermetzelung aller Bewohner Vergeltung üben. Da wagten sie ein gefährliches Spiel um das Ganze. Sie entschlossen sich, die eine kühne Tat durch eine noch verwegenere wettzumachen und durch einen unerwarteten Überfall den Absichten des Orondates zuvorzukommen. Sie wollten ihn, falls sie ihn in Memphis antreffen, unschädlich machen oder, wenn er abwesend war, wie es hieß, war er zur Zeit durch einen Feldzug gegen Äthiopien beansprucht, die von Verteidigern entblößte Stadt in ihre Hand zu bekommen suchen. Dadurch hoffen sie, der augenblicklichen Gefahr zu entgehen und außerdem ihrem Führer Thyamis wieder zu der Priesterwürde zu verhelfen, die sein jüngerer Bruder Petosiris widerrechtlich innehat. Misslingt ihr Unternehmen, so wollen sie lieber im Kampf fallen, als sich zwecklos ergeben und der persischen Grausamkeit und Willkür ausliefern. Doch wohin wollt ihr, Fremde? In das Dorf, erwiderte Kalasiris. Es wird nicht ungefährlich sein, meinte sie, euch zu so später Stunde und unbekannt wie ihr seid, unter die Zurückgebliebenen zu wagen. Wenn du dich unserer annimmst, erklärte Kalasiris, haben wir für unsere Sicherheit wohl nichts zu fürchten. Ich habe jetzt keine Zeit, wandte die Alte ein, da ich noch nächtliche Totenopfer verrichten muss. Wenn es euch aber recht ist und ihr werdet euch wohl oder übel damit abfinden müssen, so geht hier, wo nicht so viel Tote liegen, etwas abseits und wartet, bis die Nacht vorüber ist. Sobald es Tag wird, werde ich mich eurer annehmen und für eure Sicherheit sorgen. Kalasiris teilte Chariklia mit, was die Alte gesagt hatte, indem er alles getreulich übersetzte. Sie entfernten sich ein Stück von dem Schlachtfeld und erreichten einen kleinen Hügel. Dort legte sich Kalasiris nieder, den Köcher als Kopfkissen benutzend, während Chariklia sich hinsetzte
und den Beutel als Sitz verwandte. Als der Mond aufging und alles mit seinem hellen Glanz beleuchtete, es war gerade die dritte Nacht nach Vollmond, schlief Kalasiris schon durch sein Alter und den Weg ermüdet. Chariklia, von ihren Sorgen wachgehalten, wurde Zeugin eines grausigen ägyptischen Frauen, aber durchaus vertrauten Schauspiels. Die Alte, die sich ungestört und unbeobachtet glaubte, grub zuerst eine Vertiefung und setzte einen zu beiden Seiten aufgeschichteten Scheiterhaufen in Brand. Nachdem sie den Leichnam ihres Sohnes dazwischen gebettet hatte, nahm sie von einem abseits stehenden Dreifuß einen Tonkrug mit Honig, einen anderen mit Milch und einen dritten mit Wein und goss eins nach dem anderen in die Erdmulde. Dann warf sie eine aus Teig gebackene Figur eines mit Lorbeer und Fenchel geschmückten Mannes in die Vertiefung. Schließlich ergriff sie ein Schwert, rief, wie vom Wahnsinn geschüttelt, mit wilden und fremdartigen Lauten den Mond an, brachte sich einen Schnitt am Arm bei und spritzte das Blut, das sie mit einem Lorbeerzweig auffing, über den Scheiterhaufen. Nachdem sie noch eine Reihe anderer Zauberkünste vollführt hatte, beugte sie sich über den Leichnam ihres Sohnes, als flüsterte sie ihm etwas ins Ohr, rief ihn wach und zwang ihn durch ihre Beschwörung, sich aufzurichten. Chariklia, die schon die ersten Verrichtungen angstvoll beobachtet hatte, wurde von Grauen gepackt. In ihrem Entsetzen über die seltsamen und ihr befremdlichen Vorgänge weckte sie Kalasiris, damit auch er sehe, was da vor sich ging. So saßen sie beide im Dunkel, ohne gesehen zu werden, vermochten aber leicht zu beobachten, was sich im Scheine des Scheiterhaufens abspielte. Da sie nicht weit entfernt waren, konnten sie auch die Alte sprechen hören, wie sie nun mit lauter Stimme dem Toten Fragen stellte. Sie wollte wissen, ob sein Bruder, ihr überlebender Sohn, wohlbehalten heimkehren werde. Der Tote gab keine Antwort, sondern nickte nur, wobei er durch die Kopfbewegung die Alte im Zweifel ließ, ob sie auf Erfüllung ihrer Wünsche rechnen dürfe. Plötzlich brach er zusammen und blieb mit dem Gesicht auf der Erde liegen. Sie wendete den Leichnam wieder um, legte ihn auf den Rücken und ließ mit ihren Fragen nicht nach, sondern flüsterte ihm offenbar noch stärkeren Zwang ins Ohr. Das Schwert in der Hand sprang sie zwischen Grab und Scheiterhaufen umher und brachte ihn erneut zum Erwachen. Als er sich aufgerichtet hatte, wiederholte sie ihre Fragen und zwang ihn, seine Voraussage nicht nur durch Zeichen, sondern mit klaren Worten kundzutun. Während die Alte damit beschäftigt war, drang Chariklia in Kalasiris näher heranzugehen und nach Theagenes zu fragen. Er lehnte es aber ab mit dem Hinweis, schon der Anblick eines solchen Schauspiels sei Sünde und könne nur durch ihre Zwangslage entschuldigt werden. Es sei Priestern verboten, bei solchen Handlungen mitzuwirken und auch nur zugegen zu sein. Sie suchten die Zukunft mittels vorschriftsmäßiger Opfer und frommer Gebete zu erfahren, im Gegensatz zu den Uneingeweihten, die sich mit Erde und Leibern von Toten abgeben, wie die ägyptische Alte, die sie zufällig beobachten könnten. Während er noch sprach, begann der Tote, als spräche er aus einem geschlossenen Gewölbe oder einer Felsenhöhle, in wilden, tiefen Tönen zu sprechen. »Ich habe dich bisher geschont, meine Mutter«, sagte er, »und habe es ertragen, dass du dich gegen die menschliche Natur versündigst, in die Satzungen der Mäuren gewaltsam einbrichst und durch die Zauberformeln die Bezirke des Unberührbaren zu betreten wagst. Denn auch unter den Verblichenen wird, so weit wie möglich, die Ehrfurcht vor den Eltern beobachtet.«
da du diese aber mit allen Mitteln untergräbst und zerstörst, da du dein ruchloses Treiben nicht nur begonnen hast, sondern bis zum Äußersten treibst, da du einen Leichnam nicht nur sich aufrichten und dir zuzunicken, sondern sogar zu sprechen zwingst, da du dich nicht um meine Beerdigung kümmerst und nur darauf bedacht bist, dich meiner zu bedienen, mich hinderst, mich zu den anderen Seelen zu gesellen, so höre, was ich vorhin aus Schonung gegen dich auszusprechen mich scheute. Weder wird dein Sohn lebend heimkehren, noch wirst du selbst dem Tode durch das Schwert entgehen. Du wirst vielmehr, nachdem du dich dein Leben lang mit so grauenvollen Dingen abgegeben hast, in allernächster Zukunft das gewaltsame Ende finden, das für deinesgleichen bestimmt ist. Obendrein hast du dich erdreistest, die unaussprechbaren Geheimnisse, die von Schweigen und Finsternis gehütet sind, nicht etwa nur für dich in der Einsamkeit zu entschleiern. Du hast die Schicksale der Toten auch noch vor Zeugen verraten, von denen einer ein Priester ist. Auch das wäre noch nicht das Schlimmste, denn er ist ein weiser Mann, der diese Dinge unter dem Siegel des Schweigens für sich bewahren wird und über den dies in der Gunst der Götter steht. Deshalb wird er auch seine Söhne, die mit dem Schwert in der Hand gegeneinander zum blutigen Zweikampf antreten, durch sein Erscheinen trennen und miteinander aussöhnen, sofern er sich beeilt. Das Schlimmere aber ist, dass sogar ein junges Mädchen alles, was mit mir geschieht, ansieht und anhört. Ein armes, von Liebe gequältes Kind, das durch die ganze Welt irrt um des Geliebten willen, mit dem sie sich nach 1000 Abenteuern und Gefahren weit an den Grenzen der Erde zu einem herrlichen und königlichen Leben vereinigen wird. Nach diesen Worten sank er in sich zusammen. Die Alte, die durchaus begriffen hatte, dass die beiden Fremden die Zuschauer waren, wandte sich wie wahnsinnig mit dem Schwert in der Hand gegen sie und suchte sie überall um sich herum, weil sie glaubte, sie hätten sich bei den Toten versteckt. Sie war zum Äußersten entschlossen, wenn sie ihr vor die Augen kämen, weil sie heimtückischerweise durch ihr Zusehen den Zauber gestört hätten. Wie sie so in blinder Wut unter den Gefallenen suchte, übersah sie ein aufrecht stehendes Speerende und rannte es sich in den Leib. So starb sie und erfüllte verdientermaßen und unverzüglich die Prophezeiung ihres Sohnes. Nachdem Kalasiris und Chariklia in einer so großen Gefahr gewesen waren, setzten sie schleunigst ihren Weg nach Memphis fort, um dem Schauplatz des schrecklichen Geschehens zu entfliehen und der Erfüllung der Prophezeiung entgegenzueilen. Sie näherten sich der Stadt. Da trafen auch schon die beim Totenopfer gegebenen Voraussagen ein. Sobald Thiamis mit den Räubern von Bessa erschien, sperrten die Einwohner von Memphis gerade noch die Tore, da ein Soldat des Mithranis, der dem Blutbad von Bessa entronnen war und den Angriff vorausgesehen hatte, die Leute in der Stadt gewarnt hatte. Thiamis ließ daraufhin an einem Abschnitt der Mauer seine Truppe die Waffen ablegen, damit sie sich von den Strapazen des Marsches erhole und befasste sich selbst mit einem Plan für die Belagerung. Die Städter hatten anfänglich mit einem starken Angreifer gerechnet und Angst gehabt. Bald aber überzeugten sie sich von den Mauern herab, aus von seiner geringen Stärke und begannen, die wenigen Bogenschützen und Reiter, die zum Schutze der Stadt zurückgeblieben waren, zusammenzuziehen und die übrigen Bürger, so gut es die Umstände erlaubten, zu bewaffnen, um den Feinden ein Gefecht zu liefern.
Da trat ihnen ein älterer, besonders angesehener Bürger entgegen und wies darauf hin, in Abwesenheit des Orondates, der gegen die Äthiopier ausgerückt war, gehöre es sich erst mit seiner Gattin Arsake ins Einvernehmen zu setzen, zumal da mit ihrer Zustimmung die in der Stadt verbliebenen Truppen sich leichter und bereitwilliger sammeln ließen. Man fand den Rat durchaus angebracht und begab sich schleunigst nach dem Palast, den die Statthalter in Abwesenheit des Großkönigs bewohnten. Arsake war eine schöne Frau von hohem Wuchs und lebhaftem Geist, wobei als Schwester des Großkönigs stolz auf ihre vornehme Abstammung. Im Übrigen war ihr Lebenswandel nicht einwandfrei. Sie schätzte unerlaubte Genüsse und überließ sich hemmungslos ihrer Sinnlichkeit. Auch war sie mitschuldig daran, dass Dyamis seinerzeit aus Memphis geflüchtet war. Denn als Kalasiris wegen der seine Söhne betreffenden göttlichen Prophezeiung Memphis ganz unbemerkt verlassen hatte und verschollen war, er galt allgemein für tot, und als Dyamis als sein ältester Sohn zum Priester ernannt wurde und das feierliche Opfer seines Amtsantrittes vollzog, sah Arsake beim Betreten des Isis-Tempels den bildschönen jungen Mann im Glanz seiner festlichen Kleidung, verschlang ihn mit begehrlichen Blicken und verriet ihm mit Zeichen ihre sündigen Wünsche. Dyamis, sittenstreng von Natur und durch Erziehung, schenkte ihr nicht die geringste Betrachtung. Er war weit davon entfernt, ihr Verhalten richtig zu deuten, oder gab ihm, ganz von der heiligen Handlung in Anspruch genommen, einen harmlosen Sinn. Doch sein Bruder Petosiris, der schon längst eifersüchtig auf die Auszeichnung des Bruders mit dem Priesterrang war, hatte Arsakes Mienenspiel beobachtet und erkannte in ihrem sündigen Versuch eine gute Gelegenheit, seinen Bruder zu verleumden. Er ging heimlich zu Orondates und entdeckte ihm nicht nur Arsakes Leidenschaft, sondern log noch Dyamis Einverständnis mit ihr. Der Statthalter schenkte ihm aufgrund seines gegen Arsake schon bestehenden Verdachtes ohne weiteres Glauben. Doch unternahm er nichts gegen sie, teils weil ihm ein ausreichender Schuldbeweis fehlte, teils aus ängstlicher Rücksicht auf ihre königliche Verwandtschaft. Dyamis dagegen verfolgte er unaufhörlich mit offenen Todesdrohungen, bis er ihn zur Flucht gezwungen hatte, und übertrug Petosiris das Priesteramt. Das war schon lange her. Jetzt, als die Menge vor ihrem Palast zusammenströmte, das Anrücken der Feinde, von denen sie bereits gehört hatte, meldete und um ihre Zustimmung zu einem gemeinsamen Unternehmen mit der in der Stadt verbliebenen Besatzung ersuchte, erklärte sie, nicht ohne weiteres ihre Einwilligung erteilen zu können, da man noch nicht wisse, wie stark, wer und woher die Gegner seien und was sie zu ihrem Unternehmen veranlasse. Erst müsse man die Mauern besetzen und sich von dort aus zusammen mit den anderen ein genaues Bild davon machen, was zu tun möglich und zweckmäßig sei. Man fand den Vorschlag ausgezeichnet und begab sich unverzüglich auf die Mauern. Arsake ließ droben ein Zelt aus Purpur und Goldbrokat aufstellen. Prachtvoll gekleidet nahm sie auf einem erhöhten Sitze Platz, umgeben von ihrer in vergoldetem Waffen glänzenden Leibgarde. Sie ließ durch ihren Heroldsstab zeigen, dass sie Friedensverhandlungen wünsche und lud die anerkannten Anführer des Feindes ein, sie möchten nahe an die Mauer herankommen. Darauf erschienen, auf Wunsch ihrer Leute bewaffnet bis auf den Helm, Dyamis und Diagenes als Beauftragte unter der Mauer. Der Unterführer eröffnete sofort die Verhandlungen. Arsake, die Gemahlin des Orondates, des ersten Statthalters, die Schwester des Großkönigs,
Lasst euch fragen, was ihr wollt, wer ihr seid und was euch zu diesem dreisten Überfall veranlasst. Sie erwiderten, ihre Leute seien Bewohner von Bessa. Er, Thyamis selber, sei von seinem Bruder Petosiris und von Orondates widerrechtlich und durch Umtriebe seines Priesteramtes beraubt worden, zu dem ihn die Besseer jetzt wieder verhelfen wollten. Werde er wieder in seine Würde eingesetzt, so bleibe Frieden, und die Besseer würden, ohne jemand etwas zuleide zu tun, heimkehren. Andernfalls würden die Waffen entscheiden. Wenn sich Arsaceh bewusst werde, was sie ihrer Ehre schuldig sei, so müsse sie selbst die sich bietende Gelegenheit wahrnehmen und sich für die von Petosiris gegen sie erhobenen, ruchlosen Verleumdungen rächen, durch die er sie bei Orondates in den Verdacht verbrecherischer und schändlicher Leidenschaft gebracht und ihn zur Flucht aus seiner Vaterstadt gezwungen habe. Die gesamte Bevölkerung von Memphis geriet daraufhin in größte Erregung. Sie hatten Thyamis erkannt. Der eigentliche Grund seiner überraschenden Flucht war ihnen damals unbekannt geblieben. Jetzt ahnten sie nach seinen Worten die wahren Zusammenhänge und glaubten an seine Aufrichtigkeit. Erregter noch als alle anderen war Arsaceh. Ein wahrer Sturm von Empfindungen tobte in ihrer Brust. Einmal vergegenwärtigte sie sich in ihrer Wut auf Petosiris alles, was sich seinerzeit abgespielt hatte, und sann auf Rache. Dann geriet sie, bald Thyamis, bald wieder Theagenes anblickend, in einen Zwiespalt der Gefühle und wurde von doppelter Begierde hin und her gerissen, da ihre alte Leidenschaft für den einen von neuem auflammte und die Liebe zu dem anderen sie noch heftiger ergriff. Ihre Unruhe blieb ihrer Umgebung nicht unbemerkt, doch fasste sie sich nach einer Weile des Schweigens, wie man sich von einem Anfall erholt. »Liebe Leute«, sprach sie, »ihr seid von Kampflust geradezu besessen, ihr Besseer, sobald wir, nicht minder, ihr beide.« Sympathische junge Männer und, wie ich weiß und auch der Augenschein es vermuten lässt, von vornehmer Abstammung, wollt ihr euch geradewegs und noch dazu für eine Räuberbande in offene Gefahr stürzen, ohne jede Aussicht auch nur dem ersten Angriff standzuhalten, wenn es zum Kampfe käme. Denn trotz der Abwesenheit des Statthalters kann die königliche Macht nicht so schwach sein und mit Hilfe der restlichen Besatzung euch nicht samt und sonders einzufangen. Doch darf die große Masse meiner Ansicht nach überhaupt nicht unter dieser Angelegenheit leiden. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Privatpersonen, die kein allgemeines öffentliches Interesse beansprucht. So müssen diese, meiner Meinung nach, unter sich die Sache austragen und die Entscheidung einem Gottesurteil überlassen. Es ist deshalb mein Wille und Befehl, schloss sie, dass alle übrigen Leute von Memphis und Bessa ruhig bleiben und sich jeder unbegründeten Kampfhandlung enthalten und dass nur die Bewerber um das Priesteramt sich einem Zweikampf unterwerfen. Dem Sieger wird die Priesterwürde als Preis zufallen. Alle Stadtbewohner riefen Beifall und gaben damit ihr Einverständnis mit diesem Vorschlag zu erkennen. Hatten sie doch Petosiris im Verdacht hinterhältiger Absichten. Dann freute sich auch jeder, das Wagnis einer offenkundigen, unmittelbaren Gefahr anderen überlassen zu können. Die Mehrzahl der Besserleute war dagegen weder erbaut noch geneigt, ihren Führer allein der Gefahr auszusetzen. Thyamis musste erst ihr Einverständnis gewinnen und ihnen die Unterlegenheit und mangelnde Kampferfahrung des Petosiris klarmachen und wie aussichtsreich der Kampf von vornherein für ihn stand. Dieser Gedanke leitete offenbar auch Arsaceh bei ihrem Vorschlag eines Zweikampfes.
So konnte sie, ohne Verdacht zu erregen, ihre Absicht durchsetzen und sich auf geschickte Weise an Petosiris für die ihr zugefügte Kränkung rächen, indem sie ihm den weit überlegenen Thiamis gegenüberstellte. Schneller als gesagt wurde der Vorschlag in die Tat umgesetzt. Voll Eifer beeilte sich Thiamis, seinen Bruder herauszufordern und die noch fehlenden Waffen ordnungsgemäß und freudestrahlend anzulegen. Theagenes trieb ihn dabei an und war ihm behilflich, den goldglänzenden Helm mit dem großen Rossschweif aufzusetzen und die anderen Teile der Rüstung festzubinden. Petosiris musste man gewaltsam und auf Arsakes ausdrücklichen Befehl unter Bittern und Jammern vor das Tor treiben und ihm widerstrebend die Waffen anlegen. Als Thiamis ihn sah, wandte er sich an Theagenes. »Siehst du, mein Freund, wie Petosiris vor Angst schlottert?« »Ich sehe es«, erwiderte Theagenes. »Doch was hast du mit ihm vor? Schließlich steht dir nicht ein beliebiger Gegner, sondern dein Bruder gegenüber.« »Du hast ganz recht«, antwortete Thiamis, »und denkst wie ich. Ich habe vor, wenn ein Gott es mir gewährt, ihn zu besiegen, aber nicht zu töten. Die Erbitterung über das, was ich durch ihn erlitten habe, soll mich nicht so weit hinreißen, dass ich mich mit Bruderblut beflecke und mit einem grausamen Mord am eigenen Bruder für die Vergangenheit Rache nehme und für die Zukunft eine angesehene Stellung erhalte.« »Das sind Worte eines rechten Mannes«, sagte Theagenes, »der die Menschen kennt. Doch hast du mir noch etwas aufzutragen?« »Der bevorstehende Kampf ist zwar keine große Sache«, erwiderte Thiamis, »aber im Menschenleben geschieht ja oft das Unwahrscheinlichste. Wenn ich also siege, sollst du zu mir in die Stadt kommen und alles mit mir teilen. Nimmt der Kampf einen unerwarteten Ausgang, so sollst du die Führung der Besseer, die dich schon sehr gern mögen, übernehmen und so lange ein Räuberdasein führen, bis ein Gott deinem Schicksal eine glücklichere Wendung gibt.« Sie umarmten einander herzlich unter Tränen. Dann setzte sich Theagenes hin, wie er war, um die Entwicklung der Dinge abzuwarten. Dabei gab er unbewusst Arsake Gelegenheit, sich an seinem Anblick zu weiden und ihre Leidenschaft einstweilen mit den Augen zu befriedigen. Thiamis stürzte sich auf Petosiris. Dieser wartete den Angriff gar nicht erst ab, sondern riss bei der ersten Bewegung des Gegners in Richtung der Tore aus, um in die Stadt zu entkommen. Doch dieser Versuch missglückte, da die Leute an den Toren ihm den Weg versperrten und das Volk von den Mauern ihm zurief, ihn nirgends durchzulassen. So rannte er, was er konnte, rings um die Stadt und warf dabei seine Waffen fort. Hinter ihnen her lief Theagenes aus Teilnahme am Schicksal des Thiamis und um sich nichts von den Ereignissen entgehen zu lassen. Er war unbewaffnet, damit niemand auf den Gedanken komme, er wolle Thiamis beistehen. An der Stelle der Mauer, an der er unter den Augen Arsakes gesessen, hatte er seinen Schild und Speer hingestellt und überließ diese statt seiner ihren Blicken, während er die beiden Läufer begleitete. Petosiris ließ sich nicht einholen, war aber auch nur wenig voraus und stets in Gefahr, von Thiamis eingeholt zu werden. Der Abstand war nur so groß, wie es zu erwarten war, weil Thiamis in voller Rüstung einem Unbewaffneten folgte. So hatten sie einmal und noch ein zweites Mal die Stadtmauer umlaufen. Da nun, als die dritte Runde sich dem Ende näherte, zielte Thiamis mit dem Speer nach dem Rücken des Bruders und drohte ihn zu töten, wenn er nicht stehen bleibe. In diesem Augenblick, die ganze Stadt verfolgte von den Mauern aus wie im Theater das Schauspiel, führte eine Gottheit oder der Zufall, der über den menschlichen Dingen zu walten scheint,
eine überraschende Wendung herbei und ließ wie zur Steigerung in dem sich abspielenden Drama ein neues beginnen. Wie ein Deus ex machina musste gerade an diesem Tag und zu dieser Stunde Kalasiris als unglücklicher Zeuge des Kampfes seiner Söhne auf Leben und Tod erscheinen. Nachdem er so viel durchgemacht und alles versucht und freiwillige Verbannung und Irrfahrten im Auslande auf sich genommen hatte, um diesen entsetzlichen Anblick nicht zu erleben, zwang ihn nun doch das Verhängnis hierher, damit er mit eigenen Augen sehe, was ihm die Götter prophezeit hatten. Als er die beiden Gegner schon von Weitem bei der Verfolgung sah, sagte ihm gleich das Orakel, das er so oft gehört hatte, dies seien seine Söhne. Um ihrem Zusammenstoß zuvorzukommen, zwang er sich über die Kräfte des Alters hinaus zu einem Gewaltlauf. Als er sie eingeholt hatte, lief er dicht neben ihn her und rief dabei immer wieder, »Thyamis, Petosiris, was wollt ihr, was tut ihr, meine Kinder?« Doch die erkannten ihren Vater nicht, weil er die elende Kleidung eines Bettlers trug und sie außerdem ganz mit ihrem Kampf beschäftigt waren. So liefen sie an ihm vorüber, im Glauben, er sei ein Landstreicher oder ein Irrer. Das Volk auf der Mauer wunderte sich, teils über die Achtlosigkeit, mit der er sich zwischen die gezückten Schwerter warf, teils lachte es über sein sinnloses und tolles Verhalten. Wie der alte Mann nun merkte, dass die armselige Verkleidung sein Erkennen verhinderte, entledigte er sich der Lumpen, in die er sich vermummt hatte, löste sein lang herabfallendes Priesterhaar, warf das Bündel von der Schulter und den Stock aus der Hand und stand vor ihnen in seinem ehrwürdigen priesterlichen Ornat. Er sank in die Knie und streckte die Arme aus. »Liebe Söhne«, rief er mit Tränen in den Augen, »ich bin Kalasiris, euer Vater. Lasst ab voneinander, zügelt eure unselige Wut aus Achtung vor dem, der euch erzeugt hat und euch jetzt wieder gehört.« Erschüttert und halb ohnmächtig sanken beide vor ihm nieder, und seine Knie umfassend starrten sie ihn erst einmal an, um sich zu vergewissern, dass er wirklich ihr Vater sei. Als sie sicher waren, dass er kein Gespenst, sondern es wirklich war, überwältigte sie die Macht widerstreitender Empfindungen. Sie waren voll Freude, ihren Vater unverhofft am Leben zu sehen. Sie empfanden Schmerz und Scham darüber, dass sie unter solchen Umständen von ihm überrascht wurden. Und die Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Dinge versetzte sie in Verwirrung. Noch standen die Stadtbewohner staunend, unfähig etwas zu sagen oder zu tun, blickten starr wie Statuen auf das rätselhafte Schauspiel, das sie sich nicht erklären konnten, als eine neue Gewalt auf der Bühne erschien, Chariklia. Sie war Kalasiris gefolgt und hatte schon von Weitem Theagenes erkannt. Denn das Auge der Liebe blickt scharf und vermag oft schon an einer Bewegung, an der Haltung, selbst aus der Ferne und von hinten die Ähnlichkeit zu erkennen. Von seinem Anblick betroffen lief sie außer sich auf ihn zu. Sie warf die Arme um seinen Hals und hielt ihn unter Tränen und Schluchzen umschlungen. Er sah natürlich nur die absichtlich durch Schmutz entstellten, unkenntlich gemachten Züge und die alten, zerrissenen Kleider und stieß sie von sich, da er sie für eine Bettlerin und richtige Landstreicherin hielt. Schließlich, als die lästige Person nicht von ihm abließ und ihm den Blick auf Kalasiris versperrte, versetzte er sogar einen Schlag. »Pythia«, flüsterte sie ihm zu, »denkst du nicht mehr an die Fackel?« Das Wort traf Diagenes wie ein Pfeil und brachte ihn sofort das zwischen ihnen verabredete Stichwort in Erinnerung.
Nun fasst er sie genau ins Auge, und ihr Blick leuchtete wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht. Er umarmte sie und hielt sie fest umschlungen. So spielte sich zuletzt an der Mauer da, wo Arsake saß. Zornig und voller Eifersucht hingen ihre Blicke an Chariklia eine wundervolle Szene ab. Der unselige Bruderzwist fand sein Ende. Der Kampf, in dem man eine blutige Entscheidung erwartet hatte, nahm stattdessen einen glücklichen Ausgang. Der Vater, der gesehen hatte, wie seine Söhne im Zweikampf mit gezogenen Schwertern aufeinander losgingen, und drauf und dran war zu sehen, wie diese Söhne sich gegenseitig erschlugen, war der Vermittler ihrer Versöhnung geworden. Vergebens war er geflohen, um den Willen des Schicksals abzuwenden. Nun war er zu seinem Glück doch noch rechtzeitig gekommen, um das Verhängnis aufzuhalten. Die Kinder bekamen ihren Vater nach 10-jähriger Irrfahrt wieder, und wenn er schuld daran gewesen war, dass sie eben noch auf Tod und Leben um die Priesterwürde miteinander gerungen hatten, jetzt begrüßten und schmückten sie ihn mit den Zeichen eben dieses priesterlichen Amtes. Die anziehendste Gruppe des Schauspiels aber war das Liebespaar Theagenes und Chariklia. Diese beiden jungen Menschen, die schön und liebenswert einander unverhofft wiedergefunden hatten und noch mehr als die anderen die Augen der Städter auf sich zogen. Alles strömte aus den Toren, jung und alt erfüllte das nahe Feld. Die jungen Leute, die kaum ins männliche Alter eingetreten waren, eilten zu Theagenes. Die erwachsenen Männer in der Blüte des Jahres Tydiamis, den sie von früher her kannten. Die jungen Mädchen der Stadt, die schon ans Heiraten denken konnten, umgaben Chariklia. Die älteren Männer und alle Angehörigen des Priesterstandes umringten Kalasiris. Während sich so ohne Vorbereitung ein feierlicher Zug bildete, nahm Thyamis Abschied von den Bessäern, dankte ihnen für die ihm erwiesene Hilfsbereitschaft und versprach zum nächsten Vollmond jedem von ihnen 10 Drachmen und 100 Rinder und für alle 1000 Schafe. Dann bog er den Nacken unter des Vaters Arm, um dem alten Mann beim Gehen zu helfen, und seine Schritte, die von der unerwarteten Freude leicht schwankten, zu stützen. Das gleiche tat Petosiris auf der anderen Seite. Und so wurde der Alte beim Fackelschein unter lautem Beifall und Jubel in den Isis-Tempel geleitet, unter den Klängen von Flöten und Pfeifen, die fröhliche Jugend zum Tanz ermunterten. Auch Arsake schloss sich von dem Festzug nicht aus. Sie folgte ihm und schritt, von ihrer glänzenden Leibwache umgeben, stolz einher. Mit Edelsteinen und Gold beladen betrat sie den Isis-Tempel, scheinbar aus dem gleichen Grund wie die übrige Stadt. In Wahrheit hingen ihre Augen nur an Theagenes, dessen Anblick sie mehr als alles andere erfüllte. Allerdings war ihre Freude nicht ungetrübt, denn als Theagenes Chariklia am Arm führte, und das sie umdrängende Volk abwehrte, drang der scharfe Stachel der Eifersucht in ihr Herz. Kaum hatte Kalasiris den Tempel betreten, da warf er sich vor dem Standbild der Göttin nieder und verharrte ungewöhnlich lange in dieser Stellung. Es schien fast, als sei das Leben aus ihm gewichen. Zuletzt brachten ihn die Umstehenden wieder zu sich. Mühsam aufgerichtet, brachte er der Göttin Opfer und Gebete dar. Dann nahm er den Priesterkranz vom Haupt, setzte ihn Thyamis auf und verkündete dem anwesenden Volke, er sei zu alt und fühle sein nahes Ende. Auch gebühre das Zeichen der Priesterwürde nach dem Gesetz seinem ältesten Sohne, dessen Erscheinung und Charakter ihn überdies zur Ausübung dieses hohen Amtes befähigten. Das Volk gab durch seinen lauten Beifall Ausdruck.
Kalasiris zog sich in den dem Oberpriester vorbehaltenen Tempelbezirk zurück und blieb dort mit seinen Söhnen und in Gesellschaft von Theagenes, während sich die übrigen nach Hause begaben. Mit ihnen entfernte sich, wenn auch nur zögernd, Arsake. Mehrmals machte sie Halt, als müsse sie der Göttin nochmals ihre Ehrfurcht bezeigen. Schließlich ging sie, nicht ohne sich so lange wie möglich immer wieder nach Theagenes umzusehen.